Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dem heutigen Video geht es um Schnee auf den PV-Anlagen. Ein Riesenthema, ständig wie angeschrieben, was ich da empfehlen kann, was man machen kann. Und da habe ich tatsächlich ein paar Tipps. Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Normalerweise empfehle ich los den Schneeling. Aufgrund der Erdachse steht ja jetzt die Sonne so tief, dass sowieso wenig oder gar keinen Ertrag nicht habt. Also es spielt gar keine Rolle. Normalerweise hätte ich gesagt, auch bei uns, da wo ich bin, in Niederbayern zum Beispiel, haben wir sowieso nicht Feinschnee und nicht Langschnee, lasst es einfach gehen. Aber dieser Wintereinbruch, den wir die letzten Tage gehabt haben, so viel, so schwarzen Schnee, wieder drauf geregnet, wieder drauf geschnitten, gefroren, ist diese Schneelast stellenweise bedenklich. Je weiter man im Bayerischen Wald drin ist, umso schwieriger wird's. Ich würde empfehlen, diesen Schnee mit einem weichen Besen irgendwie sowas abzukehren. Auf keinen Fall irgendwie mit der Schneeschaufel oder irgendwie sowas. Die Module haben ja eine Beschichtung um, eine Versiegelung um, damit sie die bei Regen selbst reinigen. Also da ist so eine Versiegelung um, damit sie der Schmutz mit dem Regen zum Beispiel selber wieder abwaschen kann. Wenn ihr jetzt siehst, da irgendwie Kratzer einmacht, mit irgendeinem aggressiven Mittel irgendwie oberkratzt, irgendwie sowas, dann geht vielleicht die Beschichtung mit runter, kaputt und in Zukunft vertrickern, vermoosend, veralgen die PV-Module extrem. Also davon kann ich nur abraten. Wenn halt nur irgendwie ein paar Zentimeter drauf sind, ich weiß nicht, wie es im Norden Deutschlands ausschaut, ich kann nur sagen, wie es bei uns ausschaut, dann würde ich dazu raten, lasst es gehen. Wenn aber die Schneelast wirklich bedenklich ist, dann würde ich es abräumen. Wie gesagt, ein weicher Besen, ein ganz großes Thema ist natürlich auf dem Dach, wenn man nicht rauf kann, bevor es Experimente macht, gehen lassen. Ich möchte jetzt da keinen animieren, dass er aufs Dach steigt und fällt dann runter und passiert irgendeinen Haufen. Aber oft hat man es auf dem Carport oben, kann man von irgendeinem Fenster mit irgendeinem langen, keine Ahnung was. Wenn das möglich ist, würde ich empfehlen, diese schweren Schneelasten, schauen, dass man es runterbringt. Bei alles, was irgendwie außen offen ist, so Carport und solche Dinge, hat sich die letzten Jahre bewährt, habe ich schon oft empfohlen, habe ich schon oft auch selber gemacht. Da haben wir dann in den Carport ein, zwei so Gaspilze aufgestellt, haben wir geholzt. Natürlich, auch wenn es nicht gerade irgendwie 10 Grad minus gehabt hat, sondern in dem Moment, wie es eh schon ein bisschen Tauwetter eingesetzt hat und haben wir da aufgeheizt, dann hat das Tauen richtig gut angefangen und wenn das Dach steil genug ist, ist das runtergerutscht. Positiver Nebeneffekt, der Schnee, der runterrutscht, reinigt die Module perfekt. Ist also ein kleiner Tipp am Rande. Das könntest du natürlich nur machen mit so einem Gaspilz. Wie gesagt, im Carport, Garage, irgendwie solche Dinge, wo man irgendwo aufmachen kann. Nicht, dass es in Speicherrafe geht und dort so Gasheizungen aufstellen und die Bude fackelt ab. Also das darfst du auf keinen Fall, gell. Ich sage nur, das haben wir schon manchmal gemacht und es hat meistens zum Erfolg geführt. Ganz viele Zuschriften kriege ich, ob das funktioniert. Man kann doch die Module umpolen, plus und minus umpolen und kann das Modul als Verbraucher, das ist ja Wahnsinn, und als Heizung machen. Da muss ich sagen, ich habe sowas noch nie probiert. Ich kann es nicht sagen. Ich habe gestimmt, das funktioniert tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie probiert. Ich kann da auf alle Fälle nur jedem davon abraten. Wer weiß, was da für irgendwelche mit den Schaltungen, mit irgendwelchen Sachen. Ich weiß es nicht, wie viel Strom die Dinger ziehen. Ich habe da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, weil sowas darf ich halt einfach nicht machen. Ich weiß es nicht. Wenn das einer erfolgreich schon gemacht hat, schreibt das bitte in Kommentare ein. Aber er schreibt, ich möchte jetzt gern wissen, mit was für einer Stromquelle hast du dann da gearbeitet, mit wie viel Volt, was haben die Module in irgendeiner Schaltung, Reihenschaltung, Parallelschaltung gewählt, was war das für eine Stromquelle, wie viel Ampere hat die Stromquelle maximal liefern können. Ich muss direkt, wenn ich so was muss ich noch die Photovoltaikmodul, Spannung umdrehen und als Heizung hernehmen. Ich habe gehört, es gibt Module, die tatsächlich Heizungen eingebaut haben, zusätzlich. Da kann man vielleicht was machen, das weiß ich nicht, aber das herkömmliche Modul, bitte auf keinen Fall irgendwie sich in Experimente machen, da geht einfach höchstwahrscheinlich einfach nur was kaputt. Also nochmal zusammenfassend, wenn nicht viel Schnee liegt
Und wenn ich zum Beispiel so sagt, ja, morgen soll es 12 Grad plus kriegen oder 8 Grad plus oder irgendwas, überraschend, wie es manchmal in solchen Situationen ist, dann lässt den Schnee gehen, dann taut es. Das macht sein Übriges. Wenn das Dach steil genug ist, dass er rutschen kann, kann man vielleicht, wenn es kaputt und so weiter ist, kann man vielleicht was mit Gaspilz sowas machen. Vielleicht kann man von irgendeinem Fenster aus, von einem Dachfenster oder irgendwie solche Dinge anhängen, so gut wie geht. Ja, nicht irgendwie ungesichert auf dem Dach umeinander kreiseln, da wenn es drauf ist, das ist katastrophal, auf keinen Fall. Wenn es wieder dazu tendiert, wenn man schon sehr viel Schneelast drauf hat und es ist keine Besserung in sich, das schneit immer weiter, würde ich schon versuchen, irgendwie mit irgendwelchen Hilfsmitteln, ein Steiger oder sonst irgendwas, versuchen, das abzuräumen. Man darf die Schneelast, vor allem bei uns herunter, im Süden Deutschlands, darf man nicht unterschätzen. Das ist schon enorm. Und an alle, die jetzt mit dem Ertrag rumbasteln und so weiter, ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was es braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung. Ich müsste euch vielleicht einfach damit abfinden, dass eine Photovoltaikanlage 9 Monate im Jahr gut funktioniert und 3 Monate wenn oder gar nicht. Dort das Ganze einfach versucht, dass ihr es irgendwie durchstehen könnt, weil im Vergleich zum Sommer sind die paar Kilowattstunden, die das Modul über die ganzen 3 Monate jetzt erzeugt, einfach uninteressant. Das ist einfach uninteressant. Ich weiß, auch gerade mit den Balkonkraftwerken, da hat man dann gerade zwischen 2 und 4 Module drauflegen, da ist man um jede 20 Watt falsch mal umeinander. Aber das bringt halt einfach nichts. Ich weiß, dass sehr viele am Balkon senkrecht aufgestellt haben, oder auch stellenweise an der Fassade irgendwie oder am Gartenzaun senkrecht. Die müssen ja jetzt den brutalen Ertrag bringen. Seid ehrlich, macht einen Bericht, bringt das Zeug jetzt einen brutalen Ertrag. Selbst die bringen so gut wie gar nichts. Jetzt kann man natürlich im Vergleich, kann man da jetzt mit den Pfennigfuchser anfangen und kann man sagen, ja, senkrechtes Modul, da haben wir 100 Watt gehabt und da haben wir 80 Watt gehabt. Im Vergleich zu einer 12 kW-Anlage auf dem Hausdach ist das lächerlich. Da kannst du eine 9-Watt-Block-Batterie auflohnen damit, aber sonst kannst du nichts tun. Also auch bei dem Thema, Schnee auf der PV-Anlage. Nicht schauen, was der Nachbar tut und was er sagt und was im Internet steht, sondern dein Hausdach anschauen, deine PV-Anlage anschauen. Wenn du von unten siehst, dass sie die Alustangen schon so bunt, dann darfst du vielleicht was einfallen lassen. Notfalls Feuerwerk, keine Ahnung, irgendwie solche Dinge. Man muss sich da drauf aufpassen, mit klarem Menschenverstand arbeiten und nicht einfach blindlings drauf loslegen. Nicht irgendwie eine Spannung auf Module geben, das bringt einfach nichts. Dort nachdenken und vernünftig handeln und lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus.